Ja, hallo Bene, Felicitas und Jan. Ihr drei seid die Hinterhofsänger. Was das ist, erfahren wir gleich. Erstmal freut es mich, dass ihr heute alle drei Zeit für die Sendung hattet. Vielen lieben Dank für die Einladung. Danke, ja. Sehr gerne. Wie seid ihr auf den Namen für euren Talk gekommen? Also der Podcast heißt Die Hinterhofsänger. Also wir sind eigentlich eine Gruppe von Freunden im Stadion und wir hatten dann irgendwann mal überlegt, dass wir, wenn wir eine WhatsApp-Gruppe gründen, die muss irgendeinen Namen haben. Und dann haben wir lange hin und her überlegt und gedacht, wir sind so laut und wir singen so ausgiebig im Stadion mit, also muss es irgendwas mit Singen sein. Und dann sind wir auf die Hofsänger gekommen, auf die Mainzer Hofsänger, aber wir sind halt nicht so kultiviert, also eher Hinterhofsänger. Podcasts als Medium hat sich ja tatsächlich unter Fußballfans in den letzten Jahren total etabliert. Was sind denn Fußballpodcasts, die ihr selber hört? Und gibt es vielleicht auch sowas wie Vorbilder? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Fußball-Podcast höre ich persönlich gar nicht so viel, eher Football. Mhm. Bin ich in den letzten, sag ich mal, 2, 2,5 Jahre auf ein paar gute Podcasts gestoßen. Wir hören wirklich Fußball-Podcasts gar nicht. Und, Sehr interessant. Wir sind, also zumindest Felicitas und ich, sehr radioaffin. Ich finde auch, dass man diese Radioaffinität tatsächlich, ich habe zwei Podcasts bisher schon gemacht, denen anhört, die haben fast so ein bisschen was Hörspielartiges. Ne? Ihr arbeitet auch viel mit Geräuschen und ihr nehmt auch tatsächlich nicht komplett alles am Stück auf, sondern habt durchaus auch Einspieler und so, die ihr vorher vorbereitet. Also orientiert ihr euch schon auch in der Machart eher am Radio, oder? Ja, wir haben halt unseren Redaktionsplan, wo wir uns halt vorher überlegen, welche Themen wir unbedingt ansprechen wollen. Wir hatten uns mal überlegt, dass wir halt pro Sendung immer irgendwie noch eine andere Stimme dazu bekommen, die dann halt vorproduziert wird. Und so haben wir eigentlich unseren festen Ablaufplan. Das klappt ganz gut. Woher kommt denn euer Bezug für Fußball und wie habt ihr euch untereinander überhaupt kennengelernt? Wir haben uns tatsächlich im Stadion kennengelernt und das muss so vor 4, 5 Jahren oder so gewesen sein. Ja. 5. Und wir standen relativ weit unten im R-Block und standen eigentlich zuerst mal so 5 Meter voneinander entfernt. Und Jan und ich haben aber beide etwas lauter gepöbelt, sag ich mal. Und irgendwann standen wir dann beim nächsten Spiel ein bisschen näher beieinander. Dann haben wir uns vom Spiel ein bisschen unterhalten und haben dann ja, drüber uns unterhalten, zum Beispiel, ob Junior Diaz, ob das sinnvoll ist, den aufzustellen oder wie. Nein. Ja. Ich war eigentlich dafür. Also, gab es da schon die ersten Diskussionen immer und das hat sich einfach fortgesetzt. Und dann irgendwie ab dem Zeitpunkt standen wir immer zusammen und ja, daraus hat sich halt einfach eine echt tolle Freundschaft entwickelt. Zu dem Zeitpunkt, wenn die Kolumne ausgestrahlt wird, ist auch das Bremen-Spiel schon rum. Das heißt, ihr habt dann 3 Sendungen gemacht. Ihr habt euch entschieden, immer nach den Heimspielen Sendungen zu machen. Warum lasst ihr die Auswärtsspiele aus? Schlichtweg zu viel Aufwand. Wir haben mit den Heimspielen schon ordentlich zu tun. Wir können das nicht hauptberuflich machen, deswegen Heimspiele und weil eben die Heimspiele auch ein bisschen unterrepräsentiert sind. Es wird immer so ein bisschen gesagt, ah, es kommen so wenige Leute und wir wollen das auch ein bisschen aufwerten. Wir wollen auch einen zusätzlichen Mehrwert bieten, dass sich die Leute sagen, ach, ich fand das Heimspiel heute eigentlich ganz gut. Wir haben die Hinterhofsänger es gesehen, lass mal gucken. Ihr beiden studiert noch, nämlich Buchwissenschaften, du bist Informatiker. Es gibt ja das sich hartnäckig haltende Gerücht, Kultur und Fußball würden nicht zusammenpassen. Ihr habt jetzt die Chance, das zu widerlegen. Also ich bin der Meinung, dass Kultur menschengemacht ist und gehört zu Gesellschaften dazu und dazu gehört auch Fußball und deswegen kann man das, denke ich, auch nicht trennen. Was würdet ihr denn sagen, ist so für euch der Anspruch? Also wollt ihr tatsächlich auch Spaß machen oder habt ihr eher auch so einen journalistischen Anspruch oder wo setzt ihr da an? Also natürlich soll es unseren Hörern Spaß machen, zuzuhören. Also ich glaube, wenn man das nicht ja, so ein bisschen spaßig ja, auffasst, dann, ich meine, wir sind auch lustige Leute. Also wir uns passiert es oft genug, dass irgendjemand einen Spruch macht und wir bekringeln uns noch auf der Aufnahme. Und das kann man, glaube ich, auch hören. Deswegen, uns macht Spaß, es soll den Leuten Spaß machen. Ja, es ist uns wichtig. Wir haben ja auch noch die Kategorie Abseits bei uns eingeführt, die genau sich mit solchen Sachen beschäftigen soll, die uns dann auch noch sehr am Herzen liegen, wo wir halt auch wirklich dann journalistisch drangehen wollen. Also das sind einfach Themen, die nicht dezidiert mit dem Spiel zu tun haben, aber Sachen, wo wir einen längeren Zeitraum auch haben, um zu recherchieren und dann eben solche Sachen vorstellen zu können. Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, wie die Sendung entsteht und was so eure Motivation ist. Abschließend vielleicht mal noch als Service, wo kann man die Sendung denn überhaupt hören? Also man kann unsere Sendung auf Soundcloud hören. Wir verlinken die Sendung auch immer auf Twitter, dass man also über einen Twitter-Account da wirklich drankommt. Unsere Webseite ist
fast fertig. So kurz davor, so kurz davor. Es hängt tatsächlich nur an mir. Nee, aber wir sind auch jetzt dran, dass wir auf iTunes zu hören sind. Und das sind jetzt erstmal die Formate, die wir angepeilt haben. Super, ja, ich meine, die Webseite wird vielleicht noch schneller fertig, wenn ihr Nervennahrung dazu bekommt. Ihr bekommt zum Abschluss die Mainz 05 Gummibärchen, die ihr wahrscheinlich kennt, in der Wortpiratin Gummibärchentüte. Ich gebe sie mal an die Dame, wie man das so macht, auch wenn du jetzt das Mikro schon in der Hand hast. Vielen, vielen Dank, dass ihr die Zeit hattet. Genau. Ja, und wir freuen uns auf viele weitere Sendungen von euch. Dankeschön. Danke.